Alles okay bei euch? Heute ist nicht ganz so stickig wie gestern, ne? Ja, geht voll. Aber du bist trotzdem hier unten, ne? In der, da wo es kühl ist. Was mit Apollo? Wieso ist er nicht da? Apollo. Burschi. Was passiert? Hm? Alles okay? Ich hatte gerade ein Geräusch gehört. Ich dachte, irgendjemand ist wieder an die Fensterscheibe gesprungen. Aber es war nur diese Gießkanne. Die ist umgefallen. Wollen wir reingehen? Komm. Kommst du mit? Dann komm. Nee, ich gehe rein. Komm. Fertig. Fertig. Was ist, Cosmo? Machst du den Babysitter? Ja? Brauchst du eigentlich gar nicht. Wir haben da eine Kamera, alles gut. Ja, du passt trotzdem auf, ne? Mein braves Baby. Das machst du gut. Das machst du richtig gut. Was macht ihr? Aua, wegen euch habe ich mich gestoßen. Habt ihr euch wieder gestritten? Ich habe es gehört. Das liegt am Wetter, ne, Herr Bosche? Guck mal, die ist voll warm. Mir ist auch voll warm. Hihihi. Kitzelt das? Ja. Guck mal, wenn ich Cosmo mit dem Fuß anfasse, läuft er weg. Der mag das gar nicht. Was ist denn los, Katzi? Soll ich mitkommen? Na gut, komm. Wohin? Hier? Oh, soll ich alles wieder frisch machen? Es ist aber noch eigentlich alles da. Na gut, kriegst neues Essen. Sag mal, war's das schon? Ich habe ihm gerade neues Nassfutter reingelegt. Der hat 2 Bissen davon genommen und ist wieder gegangen. Jetzt kommt Apollo. Apollo, willst du das frische Nassfutter essen? Komm her. Guck da. Katzi, ich habe es schon reingelegt. Da, guck. Geh doch mal hin und probier. Probier doch mal wenigstens kein Trockenfutter, Nassfutter. Probier wenigstens. Mm. Dann kriegt er halt eben wieder die Suppe. Trink wenigstens ein bisschen was von der Suppe. Apollo, ich warne dich. Boah, diese Katzen. Ich wünschte, ich könnte dieses Essen jetzt wieder kühl stellen, ohne es vom Platz zu räumen, weil sie könnten ja wiederkommen und sagen, hey, ich habe wieder Hunger und ich bin irgendwie gerade nicht da oder so. Dann könnte ich sagen, so, jetzt das Essen wieder bereitstellen. Ja, das wäre so ganz gut. Katzilein, hast du das Gewitter nachts nicht gesehen? Ja, heute geht's weiter damit. Ich weiß, tagsüber hatten wir super Wetter, aber jetzt... Komm her, ich zeig dir das. Komm her, ich zeig dir das. Guck mal. Oh Gott, hier ist alles wieder geflutet. Der ganze Rasen. Der ganze Rasen, der ist... Ich weiß nicht, ob der jetzt dadurch vergammelt oder nicht. Was passiert? Solange das Wasser nicht mehr fortkommt. Meinst du, der überlebt das? Ja? Aber da sammelt sich schon Wasser, ne? Ist das so ein Gefälle oder was? Ja, super.
Die ganzen Katzen, Tatzen, Pfötchen vom Pool werden weggewischt. Ja, was ist jetzt mit euch? Hm, Cosmo, geh mal gucken. Na, geh doch mal gucken. Nee. Hast du Angst? Hä? Ja, hast du Angst? Ach komm, so schlimm ist es nicht. Oder? Nein. Nein, ist nicht so schlimm. Nein. Du stellst dich nur an. Willst du hier mal gucken? Ist auch kacke, ne? Ja. Kann ich verstehen. Es blitzt sogar draußen. Bleib mal besser zu Hause. Aber es hört bestimmt bald wieder auf. Es soll ja nicht so lange regnen. Jetzt willst du raus? Bist du dir ganz sicher? Komm. Geh. Geh doch. Nur weil es nicht mehr so stark regnet, heißt es nicht, dass es aufgehört hat. Guck mal, Apollo weiß das. Der macht keine Anstalten. Aber es donnert noch ganz schön laut. Na komm, geh. Nein. Kleines Kosmos-Baby hat Angst. Ja? Oder traust du dich? Nein. Und du, mein flauschiger Flausch? Sag, ich bin schlau. Ich gehe nur raus, wenn die Sonne scheint. Und du machst auch kein Theater, so wie Cosmo. Was soll ich denn machen? Ich kann nichts machen. Nein. Du regst dich grundlos auf, Cosmo. Okay? Nein. Was tust du da? Hm? Was du da machst, habe ich dich gefragt. Jetzt ist er weg. Hey, Katzi. Was wird das hier? Erst warm, dann Regen, jetzt wieder warm. Nicht wahr? Ist ein bisschen zu warm, ne? Hier ist wenigstens ein bisschen kühler Boden. Sollen wir mal diesen Ball mit runternehmen? Achtung, Vorsicht. Vorsicht, der Ball rollt über dich rüber. Danke.